Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Besprechung der Musterklausur der Steuerberaterkammer zu Wirtschaftslehre und Sozialkunde für die Prüfung 2023 mit dem Rechtsstand 2022. Mein Name ist Petra Wolters, ich bin Diplom-Handelslehrerin und Koordinatorin und lange Jahre im Steuerbereich tätig und in der Ausbildung im Steuerbereich. Kleiner Hinweis, Sie haben neben diesem Video ja die schriftliche Klausur, die lösen Sie sinnvollerweise bitte als erstes. Dann schauen Sie sich die schriftlichen Lösungen an und wenn dann noch Fragen offen sind, haben Sie die Möglichkeit, hier im Video nochmal nachzuschauen. Das ist auch so gestaltet, dass Sie Zugriff auf die einzelnen Aufgaben haben und dementsprechend nicht das ganze Video anschauen müssen. Gut, dann starten wir mal mit Aufgabe 1. Rechtliche Grundlagen und Rechtsgeschäfte, Anfechtbarkeit und Nichtigkeit. Die beiden Sport- und Fitnesskaufleute Lara Baumann und Tim Reinders sind begeisterte Jogger, planen gemeinsam in Hannover einen Laufshop mit dem Namen der Laufpartner. Sie schließen folgende Rechtsgeschäfte ab. Und hier geht es jetzt darum, was relevant ist. Entscheiden Sie, ob die Rechtsgeschäfte unanfechtbar gültig, anfechtbar oder nichtig sind. Sollte ein Rechtsgeschäft Ihrer Meinung nach nichtig oder anfechtbar sein, dann muss auch der Grund für die Nichtigkeit angegeben werden und natürlich auch für die Anfechtbarkeit. Sofern es gültig ist, brauchen Sie keine Begründung angeben. Wir schauen rein in die einzelnen Aufgaben. 1.1. Die Eröffnung des Sportgeschäfts wird mit Freunden gebührend gefeiert. Natürlich will jeder mit den beiden auf den zukünftigen Erfolg anstoßen. Nach 5 Pils und 8 Schnäpsen verspricht Lara einem ihrer Gäste, ihm künftig alle Artikel zum halben Preis zu verkaufen. Wochen nach der gelungenen Eröffnungsfeier besteht nun der Gast auf Einlösung des Versprechens. Lara lehnt ab, das ist hier wichtig, mit der Begründung, sie sei völlig betrunken. 1.2. Der Laufshop verkauft einem Kunden ein neuartiges Laufband als fabrikneu. Neuartig als fabrikneu, wesentlich zum Neupreis. Das Trainingsgerät war aber als Vorführgerät im Einsatz. Tim und Lara bestellen bei der Druckerei Print & Publish 10.000 Werbeflyer mit einem entsprechenden Werbeaufdruck ihres Shops. Bei Lieferung müssen sie entsetzt feststellen, dass Sie versehentlich die falsche Bestellnummer angegeben haben. Das wäre hier wesentlich. Die gelieferten Flyer haben ein größeres Format und sind folglich auch viel teurer. So, jetzt müssen wir bei der Lösung ja überlegen, wo gucken wir überhaupt hin? Sie sehen das ja im Prinzip schon bei rechtliche Grundlagen, Anfechtbarkeit und Nichtig. Sie wissen also schon, es geht um die Anfechtbarkeit und Nichtigkeit. Wir schauen einmal drauf. 1.1, unser Sachverhalt ist nichtig wegen der Trunkenheit. Dies finden wir in § 105 Absatz 2 des BGBs. Da schauen wir jetzt einmal rein. Sie haben hier 105, ne, Nichtigkeit der Willenserklärung. Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig, das haben wir hier nicht. Aber nichtig ist auch die Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wurde. Das ist hier relevant und das ist hier die korrekte Lösung für 1.1. Dann schauen wir auf 1.2. Die Lösung hier ist anfechtbar wegen arglistiger Täuschung. Er ist über die wesentliche Eigenschaft getäuscht worden. Auch das finden wir im Gesetz und da schauen wir mal rein, müssen wir den entsprechenden Paragraphen uns angucken. Das ist in diesem Fall 123, Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung. Da schauen wir auch rein. Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung bestimmt wird, kann die Erklärung anfechten. Auch das ist hier relevant und die richtige Lösung für unsere Überlegung.
Und dann sind wir bei 1.3, anfechtbar wegen Erklärungsirrtum. Ich habe also irgendetwas falsch erklärt, in diesem Fall hier die Bestellnummer, die war nicht in Ordnung. Und auch das lässt sich logischerweise im Gesetz finden. Und da schauen wir mal, wir gehen einfach mal so kurz zurück hier und schauen in die Einzelnormen rein, die hier relevant sind. Kleinen Moment. Ah, jetzt will er nicht ganz so, wie ich das gerne möchte, aber kein Problem. Sie haben hier dann den Paragraphen 119, Anfechtbarkeit wegen Irrtums. Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er bei Kenntnis der Sachlage und bei Würdigung des Falles das nicht so angegeben hätte. Und das ist hier der Fall. Er hätte das nicht so angegeben und aufgrund dieser Tatsache ist das hier anfechtbar. Das sind unsere drei ersten Aspekte. Dann gehen wir weiter mit den Aufgaben 1.4 und 1.5. Bei 1.4 geht es darum, dass der Großhändler Sportex Tim und Laura droht, sie nicht länger mit Funktionsbekleidung zu beliefern, wenn sie nicht zukünftig auch Joggingschuhe bei ihm bestellen. Hier ist also einmal der Punkt, er droht und nicht länger beliefern als ein wesentlicher Punkt hier. Und bei 1.5 ist das Ganze dann so, der Kreditspielraum bei ihrer Hausbank ist schon bald erschöpft von den beiden. Die beiden Sport- und Fitnesskaufleute wenden sich in ihrer finanziellen Lage nun an einen privaten Kreditvermittler, grundsätzlich ja völlig in Ordnung. Dieser stellt kurzfristig einen Kredit in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung. Die Tilgung inklusive Verzinsung in Höhe von 10.500 Euro soll aber innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Auch hier schauen wir auf die Lösung drauf. Bei 1.4 ist es gültig, da es keine widerrechtliche Drohung ist. Denn der kann grundsätzlich entscheiden, mit wem er Geschäfte macht. Und wenn er sagt, naja, die Bedingungen gefallen mir nicht mehr so, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann beliefert er sie jeweils nicht mehr. Anders sieht es bei dem Punkt 1.5 aus. Dort ist das Rechtsgeschäft nichtig, weil wir hier einen Wucherzins in entsprechender Höhe haben. Denn diese 10.500 Euro sollen ja schon nach 30 Tagen relevant sein. Und dann müssen wir eben berücksichtigen bei den entsprechenden Gesetzen, die hier zu berücksichtigen sind, dass wir hier in 138 sind, sittenwidrige Rechtsgeschäfte und Wucher. Punkt 2, nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, das haben wir hier nicht, aber für eine Leistung, die Vermögensvorteile versprechen oder gewähren, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung steht. Und das wäre hier der Fall, das ist Wucher und deshalb geht das dementsprechend nicht und es ist nichtig. Wunderbar, dann sind wir schon bei der Aufgabe 2, rechtliche Grundlagen und Rechtsgeschäfte, hier geht es um gesetzliche Regelungen im Kaufvertrag. Die beiden Freunde Lena Hoffmann und Torben Willeke sind begeisterte Kitesurfer. Sie planen gemeinsam einen Shop mit dem Namen Kite und Surf, KG in Mardorf am Steinhuder Meer. Dort wollen sie Boards, Kites, Fußschlaufen, Finnen und so weiter verkaufen. Nachdem Torben und Lena geeignete Räumlichkeiten am Steinhuder Meer gepachtet haben, beginnen sie mit der Zusammenstellung und Anschaffung ihres Sortiments. Sie informieren sich umfassend bei verschiedenen Herstellern von Surf- und Kite-Ausrüstung und holen entsprechende Angebote ein. Also erstmal alles so ganz normal. Schließlich entscheiden sich Lena und Torben für den Hersteller Customride aus Hamburg. Dort bestellen sie diverse Boards, Segel und Kiteschirme.
Und jetzt sollen Sie die folgenden Fragen beantworten. Und auch hier geht es wie immer darum, zu gucken, was muss ich eigentlich tun? Ich darf nicht vergessen, die wesentlichen Punkte, die in der Aufgabe gefragt sind, auch wirklich zu beantworten. Und Sie sollen hier zum einen die Gesetzesstelle angeben, also Paragraph, Absatz, Nummer, Satz, wenn das da relevant ist, bei der Beantwortung der Fragen. Also beantworten, ein Punkt, ja, nein, warum nicht und so weiter. Und die entsprechende Gesetzesstelle ist hier anzugeben. Dann schauen wir mal, 2.1, wo ist der Erfüllungsort für die Lieferung? Wesentlicher Punkt hier, Lieferung der bestellten Surf- und Kite-Ausrüstung. Dann 2.2, die Firma Customride verpackt die bestellten Boards sachgemäß für den Transport. Für das Verpackungsmaterial stellt das Unternehmen 115 Euro in Rechnung. Darf sie das? Besteht die Forderung zu Recht? Und dann 2.3, die Anlieferung der bestellten Surf- und Kite-Ausrüstung erfolgt durch eine Spedition. Wer trägt die anfallenden Frachtkosten für die Lieferung? Auch hier schauen wir mal, wie so eine Lösung aussehen könnte. Hier haben wir ja gesetzliche Regelungen zum Kaufvertrag. Da ist noch nicht so ganz klar für Sie, wo finde ich das wohl entsprechend im Gesetz. Und da müssen wir ein bisschen genauer drauf schauen. Bei 2.1 stellen wir fest, der Erfüllungsort ist der Ort des Warenschuldners, also Hamburg 269 Absatz 1. Hierbei müssen wir berücksichtigen, dass es eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie erfüllt werden kann. Einmal der Ort des Waren, der Ware an sich, und zum anderen der Ort des Geldes. Deswegen muss man das unterscheiden. Und dann schauen wir mal in 269 rein. Hier geht es um den Leistungsort. Das ist ein Ort für die ist der Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen, insbesondere aus der Natur des Schuldverhältnisses zu entnehmen. Also es ist nichts vereinbart, heißt das. So hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, an wem der Schuldner seinen Wohnsitz hatte. Und hier steht eben nicht, an dem der Verkäufer oder Käufer seinen Wohnsitz hatte, sondern der Schuldner. Und einmal kann man Schuldner der Ware und einmal kann man Schuldner der Leistung sein. Und dementsprechend trifft das hier auf beide zu. Und in unserem Fall gilt hier eben 269 Absatz 1 BGB, der Wohnsitz ist hier zu berücksichtigen des Schuldners für die Ware, den wir dementsprechend haben. Und dann schauen wir weiter in der Lösung. Der Käufer trägt die Kosten der Versendung, also Torben und Lena. Heißt also, sie müssen diese 115,50 Euro auch wirklich bezahlen. Und im nächsten Schritt auch die Frage nach den Transportkosten. Der Käufer trägt auch die Transportkosten. Auch das finden Sie in diesem Fall Transportkosten, Frachtkosten in § 448 Absatz 1 des BGB. Auch da schauen wir nochmal wieder gemeinsam rein. Erstmal haben wir ja 747 mit der Versendung. Und wir schauen erstmal einen Paragraph weiter. Der Verkäufer trägt die Kosten der Übergabe der Sache, der Abnahme und der Versendung an einem anderen Ort als den Erfüllungsort. Also Übergabe, Verkäufer, der Käufer die Kosten der Abnahme, Versendung an den Erfüllungsort, also heißt in diesem Fall, sowohl die Transportkosten als auch die Verpackung trägt der Käufer und dementsprechend sind die beiden hier dran und kommen da aus der Nummer nicht mehr raus. Dann sind wir bei 2.4,
Lena und Torben überweisen nunmehr umgehend den Rechnungsbetrag und der Abzug von 3% Skonto. Durch einen Fehler des beauftragten Bankinstituts wird der Betrag jedoch versehentlich auf ein falsches Bankkonto überwiesen. Nach anderthalb Monaten erhalten Sie einen Brief von der Firma Customride, in dem die ausstehende Rechnung angemahnt wird. Daraufhin sendet Lena eine Kopie des Überweisungsbelegs an den Hersteller und erklärt freundlich, sie hoffe, dass die Angelegenheit damit geklärt war. Aus ihrer Sicht hat sie das ja überwiesen, alles ist soweit klar. Aber Customride besteht weiterhin auf Überweisung und weist darauf hin, dass die Möglichkeit des Kontoabzugs nun nicht mehr gegeben sei. Die Frage ist jetzt hier, wie ist die Rechtslage? Was kann man da jeweils tun? Das ist der eine Aspekt. Wir schauen uns auch gleich nochmal 2.5 an und schauen dann gemeinsam auf die Lösung. Beim Transport wurden einige der Custom Boards beschädigt. Bei einigen Brettern ist die empfindliche Oberfläche aus Epoxidhart gesplittert und bei anderen Boards sind die Finnen ausgerissen. Der Hersteller Customride kann nachweisen, dass die Boards sorgfältig verpackt wurden und bei der Übergabe an den Spediteur unbeschädigt waren. Offensichtlich hat die Hamburger Spedition die bei der Verladung und Transport erforderliche Sorgfalt verletzt. Wer ist dran? Muss sich mit dem Spediteur auseinandersetzen und von ihm den entsprechenden Schadenersatz einfordern. Ist das der eine oder der andere? Dementsprechend müssen wir hier schauen. Und wenn wir gucken auf die Lösung, dann stellen wir fest, Zahlungsschulden sind Bringschulden oder auch Schickschulden. Das heißt, Torben und Lena müssen den Rechnungsbetrag erneut ohne Abzug von Skonto überweisen. 270 Absatz 1 BGB schauen wir uns gleich an. Und in 2.5 ging es ja um den Gefahrenübergang. Das sollte Ihnen hier klar gewesen sein. Und der erfolgt am Erfüllungsort für die Ware, in diesem Fall in Hamburg, nämlich beim Verkäufer. Also der übergibt ja die Ware an die Spedition. Damit hat er seinen Part erledigt und hat alles erfüllt, was zu tun ist. Und der Gefahrenübergang geht dann auf Torben und Lena über. Jetzt wird ja das von einem Spediteur transportiert und kommt nicht so an, wie es sein soll. Also müssen jetzt hier Torben und Lena, die beiden, müssen vom Spediteur den Ersatz einfordern. Das ist jetzt nicht mehr Sache des Verkäufers. Der hat seine Schuldigkeit getan. Der ist quasi raus aus der Nummer. Und da schauen wir dann einmal nochmal rein. 269, einmal ein weiter 270 ist der Zahlungsort. Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten an den Gläubiger, an dessen Wohnsitz zu übermitteln. So, das heißt, die beiden haben also Pech gehabt. Was sie sinnvollerweise tun, ist natürlich, weil das ein Fehler der Bank war, sich mit der Bank auseinanderzusetzen und zu sagen, du hast den Fehler gemacht, dadurch konnte ich jetzt nicht unter Abzug von Skonto bezahlen, dadurch ist mir ein Schaden entstanden und du, Bank, musst den Schaden jetzt für mich begleichen. Na, völlig klar, dass sie die Idee haben, dass das hier zu berücksichtigen ist und das ist auch sinnvoll. Aber erstmal müssen Sie an den Verkäufer erneut zahlen, ohne Abzug von Skonto und haben da keine Möglichkeit zu sagen, nö, das mache ich jetzt nicht. Für 2.5 haben wir den Paragraphen 447, da gehen wir nochmal einmal zurück, Gefahrenübergang beim Versendungskauf. Die Spedition der Verkäufer versendet es ja mit Hilfe der Spedition, deshalb Paragraph 447 BGB in diesem Fall. Und hier sehen Sie das, versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort. Wir haben ja festgestellt, der Erfüllungsort ist Hamburg, Übergabe an die Spedition. Damit hat er alles erfüllt. So geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder wem auch immer
ausgeliefert hat. Ja, das wird hier ganz deutlich. Heißt also, wie in der Lösung festgeschrieben, das sehen Sie hier sehr schön im Gesetzestext, Torben und Lena müssen sich jetzt darum kümmern, dass sie mit der Spedition Kontakt aufnehmen. Warum ist das hier falsch angekommen? In der Regel ist die Spedition versichert und es wird sich da eine Lösung finden. Aber das ist eben nicht mehr Sache des Verkäufers. Der muss hier nicht mehr tätig werden, sondern hier die Käufer Lena und Torben sind dran. Gut, soweit zur Aufgabe 2. Dann sind wir bei Aufgabe 3. Es geht immer noch im Bereich des Kaufvertrages. Vorher hatten wir erstmal so die grundlegenden Dinge, die da so drumherum waren. Und jetzt geht es um Kaufvertragsstörungen. Die beiden Bürokaufleute Ingo und Sebastian wollen nach dem Abschluss ihrer Ausbildung gemeinsam einen Copyshop unter dem Namen Print and Publish in Hannover eröffnen. Nachdem Ingo und Sebastian ein entsprechendes Ladenlokal gepachtet haben, beginnen sie mit der Anschaffung und Einrichtung ihres Copyshops. Sie informieren sich umfassend über unterschiedliche Großkopierer verschiedener Hersteller und holen entsprechende Angebote ein. Schließlich entscheiden sich Ingo und Sebastian für 4 Großkopierautomaten und einen Farbkopierer der Marke Fukashi, die sie beim Spezialgroßhändler Henschel in Frankfurt bestellen. Generell weise ich da nochmal darauf hin, die grundsätzliche Aufgabenstellung nicht einfach nur so kurz durchzulesen und zu sagen, oh ja, ist ja nicht so wichtig, sondern wirklich genau zu gucken, was sind die Detailinfos, die in der grundsätzlichen Aufgabenstellung da sind, weil die häufig eben relevant sind dafür, was in den Aufgaben zu erledigen ist. Jetzt schauen wir auf die Aufgaben. Wir haben hier die Aufgabe 3.1. Beim Aufstellen und Anschließen der Geräte, die Sie da ja bestellt haben, müssen die beiden feststellen, dass hier die Heizstäbe zum Aufwärmen der Tonerköpfe defekt sind. Innerhalb welcher Frist muss der Copyshop Print and Publish die gelieferten Geräte auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen? Welche Frist ist hier relevant? Und gegebenenfalls auftretende Fehler bei der Firma Henschel anzeigen? Das ist die eine Frage. Innerhalb welcher Frist müssen Sie Ihre Gewährleistungsrechte geltend machen und wann beginnt die Frist zu laufen? Das ist erstmal 3.1. Und dann sind wir bei 3.2. Sebastian und Ingo möchten unverzüglich einen neuen Kopierautomaten geliefert bekommen. Also das gefällt denen überhaupt nicht so, wie das da läuft. Die Firma Henschel ist jedoch nicht bereit, einen neuen Kopierer zu liefern, sondern möchte den defekten Kopierer abholen und reparieren. Nehmen Sie bitte Stellung. Also geht das nicht? Unter welchen Bedingungen geht das? Bei Stellung nehmen ist das immer relativ breit. Da müssen Sie ein bisschen genauer hingucken. Nach einer telefonischen Auseinandersetzung ist die Firma Henschel schließlich doch bereit, einen neuen Kopierautomaten im Austausch gegen den alten zu liefern. Als nun nach kurzer Zeit der gleiche Fehler auch beim Austauschgerät auftritt, ist die Geduld von Ingo und Sebastian erschöpft. Sie teilen der Firma Henschel mit, dass sie das defekte Gerät abholen können und verlangen Rückerstattung des Kaufpreises. Die Firma Henschel weigert sich. Auch hier sollen sie ausführlich Stellung. Also Sie sehen schon, relativ umfangreiche Aufgabe, erstmal von 1.1 bis 1.3. Es kommen dann noch 2 weitere, die hier zu bearbeiten sind. Wir gucken jetzt erstmal hier auf die Lösungen und schauen uns die entsprechenden Paragraphen an. Bei 3.1 ging es ja darum, was muss der prüfen und rügen? Und wir stellen fest, die unverzügliche Rügepflicht ist gegeben, da es ein kaufmännisches Gewerbe ist. Also wesentlich ist hier, dass wir feststellen müssen, kaufmännisches Gewerbe, das heißt, das ist ein Kaufmann nach HGB und der hat unverzüglich, ohne schuldhaftes Verzögern, zu rügen,
nachdem er es geprüft hat. Und die Prüfpflicht ist eben auch unverzüglich. Und die zweite Frage war ja die Gewährleistungsfrist. Also wie lang ist sie? Die beträgt 2 Jahre. Und wann beginnt sie zu laufen? Mit der Lieferung. Auf die Gewährleistung schauen wir dann auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. So, wo können Sie sowas finden? Wir schauen einmal ins Gesetz hier und da schauen wir mal auf die entsprechende Übersicht und sehen hier den Paragraphen 200. Beginn anderer Verjährungsfristen. Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht regelmäßige Verjährung, der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit der Entstehung des Anspruches, also in diesem Fall hier direkt. Na, die Frage war ja, wann beginnt das? Das beginnt hier direkt mit der Lieferung, § 200 BGB, mit der Entstehung des Anspruchs. Die regelmäßige Verjährungsfrist, die beträgt 3 Jahre. Da kommen wir bei den Verjährungsfristen nochmal drauf zurück und schauen uns das da genauer an. Jetzt gehen wir nochmal einmal kurz zurück zu 3.2, damit uns nochmal klar wird, worum ging es hier. Also Sebastian und Ingo möchten den neuen Kopierer haben. Henschel ist nicht bereit. Und sie sollten ja Stellung nehmen und sagen, ob das so geht. Und bei 3.2 der Lösung sehen wir hier, Ingo und Sebastian können auf Neulieferung bestehen, da Käufer ein Wahlrecht zwischen Neulieferung oder Nachbesserung haben. Das ist hier ein ganz wesentlicher Punkt. Und auch da ist es wesentlich, wo finde ich das? Insbesondere haben sie ja im AWL-Bereich 1,5 Stunden für die Prüfung und an der einen oder anderen Stelle müssen Sie dann nochmal ganz genau gucken und wir finden hier in 439 des Gesetzes den Punkt der Nacherfüllung. Der Käufer kann als Nacherfüllung, man muss da sehr auf die Begriffe bitte achten, Nacherfüllung ist der Oberbegriff, nach seiner Wahl die Bestellung, die Beseitigung des Mangels, also ich repariere es, oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Das sagt das Gesetz grundsätzlich in 439 BGB. Du kannst grundsätzlich wählen zwischen Neulieferung und Nachbesserung. Natürlich gibt es da ein Aber. Das Aber ist in den anderen Absätzen des Paragraphen 439 dann relevant, ne? Nämlich mit dem Punkt in Absatz 4 hier, der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur unverhältnismäßig hohe Kosten mit sich bringt und der Wert der Sache in mangelfreien Zustand. Ja? Aber für unsere Aufgabe in 3.2 erstmal generell, so wie sie gestellt und gefragt ist, kann man eben sagen, nach 439 BGB Absatz 1 hat er das Wahlrecht zwischen Neulieferung und Nacherfüllung. Und nur wenn es unverhältnismäßig hohe Kosten sind, die für den Verkäufer hier relevant sind, dann würde man eben sagen, okay, das ist hier nicht die richtige Idee. Und ich hatte ja eben gerade nochmal auf die Begriffe geschaut. Das möchte ich noch einmal deutlich machen, ganz kurz, indem ich Ihnen das nochmal skizziere. Also Paragraph 439 BGB, nämlich hier in diesem Fall 1, hat das Recht der Nacherfüllung. Das ist der Oberbegriff und der manifestiert sich in Beseitigung des Mangels also Reparatur
oder in Neulieferung. Ja, diese Dinge sind hier zu berücksichtigen. Oberbegriff Nacherfüllung, Reparatur oder Neulieferung sind die Aspekte, die Sie hier berücksichtigen müssen. Und dann kommen wir hier zurück zur Präsentation, sind also wieder bei unserem Paragraphen und schauen nochmal wieder auf die Dinge, die hier relevant sind. Dann sind wir bei 3.3. Ingo und Sebastian müssen der Firma Henschel ein weiteres Mal die Möglichkeit der Nacherfüllung einräumen, bevor sie vom Vertrag zurücktreten. Ja, ich gehe nochmal einmal kurz zurück. Hier war ja die Frage, also die haben jetzt keine Lust mehr, sie möchten den ausgetauscht haben, das Gerät soll abgeholt werden und sie wollen den Kaufpreis zurückhaben. Und Henschel weigert sich hier, den Kaufpreis zurückzunehmen. Und die Stellung, die sie hier, sie sollten dazu Stellung nehmen und wir stellen fest, der muss den tatsächlich nochmal, oder die beiden müssen der Firma Henschel nochmal die Möglichkeit der Nacherfüllung einräumen. Da fragt man sich ja, warum eigentlich? Und wenn wir jetzt nochmal in den Paragraphen schauen, dann sehen Sie, dass wir in 440, wir gehen mal einen weiter, außer in den Fällen bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht und verweigert, wenn wir hier die beiden Arten der Nacherfüllung würden, verweigert oder fehlgeschlagen. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen. Das heißt tatsächlich, das Gesetz sieht vor, dass man zwei Nachbesserungen zulassen muss und erst dann kann der Käufer die sogenannten nachrangigen Rechte geltend machen. Das versuche ich Ihnen hier nochmal deutlich zu machen. Wenn wir hier nochmal drauf schauen, dann hatten wir hier Nacherfüllung, Oberbegriff. Und dann haben wir hier die Beseitigung des Mangels und die Neulieferung. Hier stellen wir fest, das ist sind die vorrangigen Rechte. Und die müssen erst erledigt sein, die vorrangigen Rechte, bevor wir zu den nachrangigen kommen. Vorrangige Rechte und bei Beseitigung des Mangels zweimal Reparatur muss zugelassen werden. Und zwar je Mangel. Das ist auch noch immer ein Problem. Es ist eben nicht so, dass generell, wenn verschiedene Dinge kaputt gehen, man insgesamt nur zwei Mängel berücksichtigen muss, also zweimal das Reparieren berücksichtigen muss, sondern für jeden Mangel gelten zwei Reparaturversuche. Wenn das natürlich insgesamt Überhand nimmt, würde man sagen, naja, also das Ding ist jetzt generell nicht mehr in Ordnung. Und dann würde man eben schauen, dass man das anders regelt. Manchmal trifft man sich dann natürlich vor Gericht. Und erst wenn das erledigt ist, Reparatur ist zweimal zugelassen oder die Neulieferung ist nicht erfolgt, dann kommt erst bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kommen die nachrangigen Rechte. Und so ist es eben auch hier in unserem Fall, in dem wir ja hier den Paragraphen 140 hatten,
Und wenn wir jetzt hier nochmal auf unsere Aufgabe schauen, dann sehen wir ein weiteres Mal die Möglichkeit der Nacherfüllung, bevor Sie vom Vertrag zurücktreten können. Das vom Vertrag zurücktreten ist eben eins der nachrangigen Rechte, was ich Ihnen hier gerade aufgeschrieben hatte. Dann schauen wir auf die Aufgaben 3.4 und 3.5. Neben den vier Kopierautomaten hat die Firma Henschel dem Copyshop Print and Publish auch einen Farbkopierer geliefert. Dieser angeblich fabrikneue Farbkopierer war als Vorführgerät bei der Firma Henschel im Einsatz. Hier wird also jemand getäuscht. Nach einem Vierteljahr bemerkt Ingo den Schwindel. Er stellt fest, dass der interne Betriebsstundenzähler manipuliert wurde. Kann der Copyshop von folgenden Gewährleistungsrechten Gebrauch machen? Nehmen Sie bitte Stellung. Also, drei Möglichkeiten hier. Sie verlangen nachträglich den Austausch gegen ein neuwertiges Gerät. Sie verlangen Preisnachlass oder Sie wollen vom Vertrag zurücktreten und verlangen den Ersatz oder die Erstattung des Kaufpreises. 3.5. Der Händler weigert sich und meint, da hätten die beiden sich schon früher melden müssen. Schließlich haben sie ja nun schon 3 Monate mit dem Gerät gearbeitet, alles war gut. Kann ja nicht sein, dass du jetzt einfach auf mich zukommst. Daraufhin wollen Sebastian und Ingo die Firma Henschel verklagen. Bei welchem Gericht müssen die beiden ihre Klage einreichen, wenn über den Gerichtsstand im Kaufvertrag nichts vereinbart? Lösung: Anspruch auf Nacherfüllung durch Ersatzlieferung besteht. Das hatten wir ja gerade auch schon in 439 Absatz 1 BGB, ne? Nacherfüllung, und ich habe es ja da auch nochmal deutlich gemacht. Ich habe einen Anspruch auf Nacherfüllung durch Ersatzlieferung. Das ist ja eins meiner vorrangigen Rechte. Deshalb, weil es das vorrangige Recht ist, Nacherfüllung, das erste Recht in 439 Absatz 1 BGB, besteht natürlich dieser Anspruch auf Nacherfüllung durch Ersatzlieferung. Im Punkt 2 ging es ja um die Preisminderung. Preisminderung ist ein nachrangiges Recht. Das habe ich Ihnen auch gerade nochmal deutlich gemacht. Dann kommen die nachrangigen Rechte. Die können wir gleich auch nochmal uns angucken. Und die nachrangigen Rechte gehen erst, wenn das vorrangige Recht nicht mehr gilt. Und das ist hier eben auch der Fall. Deshalb muss man zuvor die Möglichkeit der zweimaligen Nacherfüllung einräumen. Und wenn das eben zweimal, wie in dem Aufgabenteil davor, nicht richtig erledigt worden ist, entweder durch Neulieferung oder Reparatur, erst dann kommen die nachrangigen Rechte und die Preisminderung. Also so generell den Anspruch auf Preisminderung direkt hat er nicht. Anders sieht es mit Punkt 3 auf, ist der Anspruch auf Rücktritt vom Vertrag. Der wäre grundsätzlich ja auch erstmal ein nachrangiges Recht und dann wäre das eigentlich hier wie bei 2, aber, also Rücktritt und Rückerstattung, nachrangige Rechte, hier ist ein weiterer Aspekt zu berücksichtigen, es ist arglistig getäuscht worden. Nichtigkeit und Anfechtung, arglistige Täuschung hatten wir in den Aufgaben davor. Und weil arglistig getäuscht worden ist, besteht Anfechtungsmöglichkeit und damit natürlich auch Rücktritt vom Vertrag und Rückerstattung des Kaufpreises. Gut, dann die immer wieder gleich beliebte Frage, wie sieht es aus, welches Amtsgericht oder Landgericht ist zuständig? Und Sie sehen hier, das Amtsgericht ist zuständig, Streitwert unter 5.000, Landgericht ist zuständig, Streitwert über 5.000. Sie müssen hier immer bitte den Ort angeben, also in diesem Fall hier Frankfurt.
Und Sie müssen bitte berücksichtigen, dass Sie genau gucken, wie der generelle Streitwert ist. Also manchmal ist ein Nettobetrag angegeben und dann müssen Sie gucken, wie ist der Bruttobetrag. Manchmal ist auch nur ein Teil angegeben und Sie müssen erstmal ganz generell prüfen, wie hoch ist denn der Betrag an sich, weil da dann 20 Teile da sind, die zu berücksichtigen sind oder. Dann verlassen wir den Bereich der Kaufverträge und allem, was da so drumherum relevant ist und schauen uns an, wie es denn generell aussieht mit den rechtlichen Grundlagen und Rechtsgeschäften im Mahnverfahren und der Verjährung. Die beiden Restaurantfachfrauen Kerstin Böker und Tanja Schäffler möchten sich selbstständig machen. Gemeinsam eröffnen sie unter den Namen Krog und Flut ein französisches Bistro-Café in der Südstadt von Hannover in der Nähe des Maschsees. Auf Bestellung liefert das Bistro Krog und Flut Buffets mit belegten Baguettes und Salaten auch außer Haus. Anlässlich eines Firmenjubiläums bestellt die Werbeagentur Media Design ein üppiges kaltes Buffet. Das wird geliefert. Die gewünschten Speisen und Getränke kommen wie bestellt an. Wenige Tage später, am 10.04.22, geht die entsprechende Rechnung in Höhe von 634 € bei der Firma Media Design ein. Die hat jetzt ein bisschen finanzielle Probleme und da ein genauer Zahlungszeitpunkt nicht vereinbart worden war, bleibt die Rechnung zunächst unbezahlt. Nach mehreren Mahnungen wird immer noch nicht gezahlt und Kerstin sieht sich gezwungen, einen Mahnbescheid zu beantragen. Soweit erstmal die Ausgangssituation. Jetzt zu den Fragen. Wir schauen uns vielleicht erstmal die ersten drei an und gucken dann mit vier und fünf weiter. Bei welchem Gericht ist der entsprechende Mahnbescheid zu beantragen? Innerhalb welcher Frist kann die Werbeagentur Einspruch gegen den Mahnbescheid erheben, bevor das Bistro einen Vollstreckungsbescheid beantragen kann? Ne? Unterschied zwischen Mahnbescheid und Vollstreckungsbescheid ist hier zu berücksichtigen. Und dann bei 4.3, welche Verjährungsfrist gilt für diesen Anspruch und wann beginnt diese Frist zu laufen? Lösungen: Zentrales Mahngericht in Uelzen. Warum ist das jetzt in Uelzen? Wenn wir noch mal einmal zurückgehen, dann stellen wir fest hier, wir müssen hier noch mal zwei zurückgehen, dass die sich selbstständig machen in Hannover. Und wenn man dann den Amtsgerichtsbezirk sich anguckt, dann ist für diesen Bereich das zentrale Mahngericht Uelzen, das ist es für uns in den Aufgaben nahezu immer. Das muss man sich gut merken. Dann die Frage, wie komme ich von einem Mahnbescheid zum Vollstreckungsbescheid? Sie sehen hier, die Frage war, innerhalb welcher Frist kann die Werbeagentur Einspruch gegen den Mahnbescheid erheben, bevor der Vollstreckungsbescheid beantragt werden kann? Und ganz generell habe ich eben immer 2 Wochen Einspruchsfrist, in denen ich entweder quasi, wenn ich den Mahnbescheid bekomme, Vogel-Strauß-Politik mache und nichts tue, also Ablage Papierkorb in die Schublade oder was auch immer, feststelle, ich müsste vielleicht mal bezahlen oder eben Einspruch einlege und sage, das ist doch hier überhaupt gar nicht in Ordnung. Ne? Also in Bezug auf die Frage, dann hier zu berücksichtigen, dass wir hier Einspruchsfrist von 2 Wochen haben. Bei der Frage 4.3 ging es darum, wie ist die Verjährungsfrist? Also hier 3 Jahre, da schauen wir gleich nochmal in den Paragraphen.
Und wann beginnt die Verjährungsfrist? Hier am 31.12.22 um 24 Uhr. Haben wir hier also eine regelmäßige Verjährungsfrist. Wir gehen noch mal einmal zurück, ne, in die Aufgabe. Am 10.04. geht die Rechnung ein und die Lösung ist ja jetzt hier 3 Jahre und Beginn der 31.12.22. Obwohl die Rechnung am 10.04.22 eingegangen ist, beginnt die Verjährungsfrist aber erst am 31.12.22 und sie beträgt 3 Jahre. Jetzt schauen wir mal auf die entsprechenden Paragraphen und gehen mal hier ein bisschen weiter. Ach so, hier bei der generellen Norm und schauen mal auf den Paragraphen 195. Dort sehen Sie regelmäßige Verjährungsfrist. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Das ist ja erstmal relativ simpel, ne? Deshalb hier auch die 3 Jahre, die zu berücksichtigen. Und dann ist ja der nächste Aspekt, wann beginnt diese Verjährungsfrist? Und die regelmäßige Verjährungsfrist, da geht es immer um das Verjähren von Zahlungsansprüchen. Es geht nicht um die Gewährleistung. Das hatten wir in den Aufgaben davor schon. Die Gewährleistung wären ja 2 Jahre. Erstmal grundsätzlich Änderungen im Kaufvertragsrecht, die 22 stattgefunden haben. Da gebe ich gleich nochmal einen Hinweis drauf. Hier haben wir eine ganz normale regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren und wir gucken, wann denn das Ganze beginnt und das finden wir in 199 des BGB. Die regelmäßige Verjährungsfrist, das was wir gerade eben in 195 BGB gesehen haben, beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, den brauchen wir jetzt nicht, mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Ne? Und wir haben hier den Zahlungsanspruch vom 10.04.22 und damit beginnt es am 31.12.2022. Wenn wir noch mal kurz schauen, dann stellen wir also fest für diese Aufgabe, okay, ich mache mal so einen Zeitstrahl. Beginn 31.12.2022, 24 Uhr. Nehmen Sie bitte immer die Uhrzeit dazu. 3 Jahre regelmäßige Verjährung. Also war jetzt hier nicht gefragt, weise ich aber eben nochmal darauf hin, der 31.12.2025, 24 Uhr, wäre das hier, ne, Ende der Verjährung. Der Verjährungsfrist, sagen wir vielleicht nochmal ganz genau. Und damit ist es dann verjährt am 01.01.2026. So kann das grundsätzlich aussehen mit der Verjährung. Und dann schauen wir auf die anderen Verjährungsfristen. Wir müssen uns erst noch mal kurz die Aufgaben 4.4 und 4.5 auch anschauen. Beim Umbau des gepachteten Ladenlokals musste die Firma Larzener Messe und Ladenbau GmbH 2 nicht tragende Wände herausreißen und dafür eine neue Rigipswand einziehen. Jetzt begann das hier am 15.12.21 mit der endgültigen Erledigung. Fast ein Jahr später, im Oktober 22, bemerken Kerstin und Anja, dass die Umbauarbeiten unsachgemäß ausgeführt wurden, da die neue Wand erhebliche Risse aufweist. Die beiden verlangen Nachbesserung. Wann verjährt die Forderung? Na, also hier geht es generell weiter um Verjährungsfristen. Und wenn wir hier auf die Präsentation draufschauen,
dann sehen Sie das hier. Endgültig abgeschlossen, Oktober 22, unsachgemäß ausgeführt. Und wann verjährt das? Nächster Aspekt bei 4.5, die Firma Larzener Messe und Ladenbau übernimmt den Umbau und die Inneneinrichtung des Bistro-Cafés mit einer Theke, diversen Regalen und sonstigem Mobiliar. Am 19.12.21 erhalten Tanja und Kerstin die entsprechende Rechnung der Firma Larzener Messebau in Höhe von 4.768 Euro. So, ganz schön finanziell verausgabt haben sich die beiden und sie können zunächst nicht zahlen. Und dann kommt logischerweise die Mahnung und die kommt jetzt, ne, 19.12.21 haben sie die Rechnung gekriegt, 20.01.22 wird gemahnt, dann wird am 10.02. nochmal gemahnt und am 15.02. überweisen die jetzt mal die Hälfte der Rechnung. Und dann bitten sie gleichzeitig um eine dreimonatige Stundung. Die Larzener Messe und Ladenbau GmbH gewährt jedoch lediglich einen Zahlungsausschub von einem Monat. Wann verjährt die Forderung? Das ist durchaus nicht unkompliziert, schauen wir uns gleich aber auch eben noch mal ein bisschen genauer an. Bei 4.4 ist das Ganze nicht so kompliziert. Wir haben hier als Verjährung den 15.12. 26, 24 Uhr. Jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen, warum ist das denn so? Es handelt sich also hier nicht um eine Zahlung, sondern es ist ja etwas unsachgemäß gewesen und muss nachgebessert werden. Da haben wir ja schon festgestellt, das ist dann mit Ablieferung. Sprich, hier wurde abgeliefert am 15.12.21. Also geht die Verjährung auch am 15.12.21 los. Und wenn wir jetzt feststellen, die Lösung ist der 15.12.26, 24 Uhr, dann stellen wir fest, okay, da handelt es sich um sogenannte Bauwerksmängel und die Verjährung bei Bauwerksmängeln ist eben 5 Jahre. Und deshalb sehen Sie das hier, dass das 5 Jahre sind. Wir schauen noch mal kurz in das Gesetz und schauen hier noch mal auf 438. Ja. Kleinen Moment. Verjährung der Mängelansprüche. Erstmal 438 generell. Und dann sehen Sie, die in Paragraf 437 Nummer 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren in 5 Jahren bei einem Bauwerk. Das haben wir hier. Erstmal generell und bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. So, also hier 438 Absatz 1 Nummer 2a bei einem Bauwerk bzw. 2b entsprechend der üblichen Verwendung nicht möglich und mangelhaft, deshalb 5 Jahre und deshalb hier auch in der Lösung der 15.12.2026. Bei der Aufgabe 4.5 haben wir ja, wenn wir einmal zurückgehen, relativ viele Daten, die hier zu berücksichtigen sind. Am besten schauen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf. Gut ist immer, ich schaue mal, dass wir bei der Dokumentenkamera mal schauen hier, genau, wenn wir uns das einmal ein bisschen genauer aufmalen, also Aufgabe 4.5, was haben wir hier für Daten? Wir haben hier einmal den 19.12.21. Wir haben hier den Betrag von 4.768 Euro. Das heißt, es geht also um eine Zahlung. Zahlung bedeutet,
Beginn der Verjährung, am Ende des Jahres, das hatten wir vorhin schon in Paragraf 199 BGB, ja, das ist hier zu berücksichtigen, heißt also konkret, wir würden jetzt hier anfangen und sagen, okay, eigentlich geht es los am 31.12.21. Und wenn wir eine regelmäßige Verjährungsfrist haben, dann haben wir den 31.12.24 als normale 3 Jahre. Ja, regelmäßige Verjährungsfrist bei Zahlungen sind 3 Jahre. Das wäre unser üblicher Aspekt. So, jetzt kommen aber noch verschiedentliche Dinge in der Aufgabe dazu. Da steht ja nämlich, die mahnt am 20.01.22 und am 10.02.22. Das führt erstmal zu überhaupt nichts, sondern soll sie nur verwirren. Kaufmännische Mahnungen führen zu keiner Veränderung der Verjährung und das bedeutet, dass wir das hier an dieser Stelle vernachlässigen. Das ist also irrelevant für das Ergebnis der Aufgabe, aber auch das muss man erstmal erkennen. Wenn wir nämlich ein gerichtliches Mahnverfahren hätten, wäre das ganz anders. Aber für uns wieder relevant ist, dass Sebastian am 15.02.22 die Hälfte des Rechnungsbetrags überweist. Also hier irgendwo 15.02.22 Zahlung. Hälftig. So. Mit dieser Zahlung und der gleichzeitigen Stundungsbitte verändert sich das Ganze. Dadurch, dass ich um Stundung gebeten habe, das ist ganz wesentlich, führt das Ganze zu einem Neubeginn. Bei unserer Verjährung haben wir ja immer verschiedene Möglichkeiten, nämlich zum einen den Aspekt des Aufschiebens, also der Hemmung, und zum anderen den Aspekt des Neubeginns. Und hierbei allein die Stundungsbitte, also hälftige Zahlung plus Stundungsbitte, diese Stundungsbitte führt zum Neubeginn. Nur, dass ich gebeten habe, ob das Ganze gewährt wird, ist erstmal irrelevant. Nur, weil ich gebeten habe, dass ich doch bitte einen Zahlungsaufschub bekomme, führt das schon zu einem Neubeginn der Verjährung. Und zwar genau an dem Zeitpunkt, wo die Stundungsbitte war. Also hier direkt geht es am 15.02.22 neu los. Und eben nicht am Jahresende. Das ist ganz wesentlich, dass es hier nicht einfach am Jahresende neu losgeht, weil wir ja eine Zahlung haben, könnte man ja auf die Idee bekommen, sondern hier direkt, ne, bei der Stundungsbitte geht das Ganze hier direkt neu los. Also wieder neue 3 Jahre, dann bis zum 15.02.2025. Ganz normale neue 3 Jahre. Und das bedeutet, eigentlich wäre das Ende der 15.02.25, aber jetzt hat er in der Aufgabe ja um 3 Monate Zahlungsaufschub gebeten, hat aber nur 1 Monat bekommen, also kann er nur auch den 1 Monat dazu packen, also wird es dann neu der 15.03.2025 und das ist hier dann auch die richtige Lösung, die Sie hier auf Ihrem Lösungsblatt haben.
Ne? Also wenn wir hier nochmal schauen, 15.02.22 geht es neu los mit der Stundungsbitte, Neubeginn der Verjährung. Unsere regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren läuft bis zum 15.03.25. Und der eine Monat, der gewährt wird, wird quasi hinten dran gehängt. Alle gewährten Stundungen werden hinten an das eigentliche Ende rangehängt. Und damit ist es dann der 15.03.2025. Hier als Lösung zu unserer Aufgabe 4. Dann verlassen wir diesen rechtlichen Bereich, der ja immer relativ umfangreich ist, und schauen mal auf andere Aspekte drauf, die hier zu berücksichtigen sind. Und das ist zum Beispiel der Bereich der Sozialversicherung. Was haben wir da? Die Auslastung des Laufshops der Laufpartner in Hannover entwickelt sich im Laufe der Zeit so gut, dass Tim und Lara eine Filiale in Hameln eröffnen wollen. Da Tim und Lara sich nicht um alles selber kümmern können, wollen sie eine weitere angestellte Kraft einstellen, die die Zweigstelle eigenverantwortlich betreiben soll. Nach einigen Vorstellungsgesprächen entscheiden sich die beiden für die gelernte Einzelhandelskauffrau Inga Friedrichs, 29, alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Sie erhält ein monatliches Bruttogehalt in Höhe von 1.650 Euro, nicht sehr viel. Wir schauen mal weiter. Wie sieht es aus? Sozialversicherung Fortsetzung. Also jetzt kommen wir zu den Aufgaben. Nach Rücksprache mit Frau Friedrichs meldet Lara ihre neue Angestellte bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse an. Der Beitrag beträgt 16,4 zuglücklich des Zusatzbeitrages in Höhe von 1,3. Aufgabe relativ simpel, berechnen Sie einmal die Höhe. Und Frau Friedrichs hat gehört, dass die privaten Krankenkassen bessere Leistungen zu niedrigen Beträgen anbieten. Kann sie in eine wechseln? 5.2. Im Skiurlaub erleidet sie einen komplizierten Trümmerbruch. Sie muss operiert werden und dann für 8 Wochen wird sie krankgeschrieben. Welche Leistungen der Krankenkasse kann sie in Anspruch nehmen? Und welche Zahlungen erhält sie aufgrund des bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Dauer ihrer Krankheit? 5.1, relativ klar, wir haben den Beitrag zur Krankenversicherung, der sich an das Bruttogehalt anlehnt und natürlich bedeutet, dass wir hier hälftig, alles ist hälftig zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die 14,6 und die 1,3 nehmen müssen, ergeben sich also die 7,95, die dann dazu führen, wenn Sie 7,95% von 1.650 berechnen, dass 131,18 Euro zu bezahlen sind. Das ist erstmal der eine Punkt, das ist hier der Zusatzbeitrag. Dann die Frage, kann sie sich privat versichern? Nein, das kann sie nicht, denn das Gehalt muss die Pflichtversicherungsgrenze überschreiten, das tut sie hier nicht, die ist deutlich höher und deshalb muss sie gesetzlich versichert bleiben. Sollte das irgendwann mal der Fall sein, dass die Pflichtversicherungsgrenze überschritten wird, dann kann man entweder freiwillig gesetzlich versichert bleiben oder dementsprechend sich privat versichern. Bei 5.2 ging es darum, die Kosten werden übernommen? Das sind Krankenhauskosten, Behandlungskosten der Ärzte, Medikamente, Kosten für die Rehabilitation, zum Beispiel Krankengymnastik, Reha, alles, was man da sich grundsätzlich noch überlegen kann. Ein etwas ausführlicherer Aspekt ist die Lohnfortzahlung. Die geht durch den Arbeitgeber, also wenn wir noch einmal zurückschauen, dann war ja die Frage, welche Zahlungen erhält sie aufgrund des bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Dauer ihrer Krankheit? So, was kriegt sie da?
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber erstmal zu 100% für 6 Wochen. Danach, weil sie ja 8 Wochen krankgeschrieben ist, gibt es Krankengeld von der Krankenkasse, 70% vom letzten Brutto, aber maximal 90% vom Netto für maximal 78 Wochen. In diesem Fall hier mussten Sie das nicht ausrechnen, ne? Dann, wenn das aber mal der Fall sein sollte, dann müssen Sie immer einen Vergleich machen, wie viel sind 70% brutto von 1650 eben. Und wie viel kriegt sie dann bei 1650 netto? Das ist dann meist in der Aufgabe enthalten. Davon dann 90%. Und sollte das Brutto höher sein als das 90% netto, das kommt in seltenen Fällen mal so vor, dann muss man das eben gegeneinander abwägen. Gut, dann sind wir bei den anderen Aufgaben der Sozialversicherung. Als Ingra Friedrichs schwanger wird, teilt sie dies umgehend ihren beiden Arbeitgebern Tim und Lara mit. Als voraussichtlicher Geburtstermin wird der 1.9.22 berechnet. Jetzt sollen sie den genauen Zeitraum des Mutterschutzes angeben, wenn wir jetzt mal von diesem 1.9.22 ausgehen und nichts anderes annehmen. Und von wem erhält Frau Friedrichs die Zahlungen für die Dauer des Mutterschutzes? Auch das ist hier zu berücksichtigen. Bei der Einrichtung der neuen Zweigstelle stürzt Frau Friedrichs von einer Leiter und verstaucht sich das Fußgelenk. Wesentlich hier neue Zweigstelle und verstauchen. Sie begibt sich in ärztliche Behandlung und wird für diesen Arbeitsunfall eine Woche krankgeschrieben. Welche Institution trägt die Kosten eines solchen Arbeitsunfalls? Wonach richtet sich die Höhe der Beiträge zur Unfallversicherung? 5.5. Im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung ist Frau Friedrichs auch verpflichtet, in die Pflegeversicherung einzuzahlen. Ziel der Pflegeversicherung ist die soziale Absicherung bei dauerhafter Pflegebedürftigkeit, insbesondere im Alter. Die Höhe der Beiträge zur Pflegeversicherung, 3,0 ist der Beitragssatz. Und 5 Leistungen, die von der Pflegekasse übernommen werden. Also einige Aspekte, die hier der Besprechung und Lösung bedürfen. Wir schauen einmal rein. Wir stellen erstmal in 5.3 fest, dass unser Mutterschutz 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt, also in unserem Fall hier, vom 21.07. bis 27.10. Und der Tag der Entbindung wird mitgerechnet. Das bedeutet also 99 Tage und nicht 98 Tage, die hier der Mutterschutz besteht. Dann, was kriege ich während des Mutterschutzes? Im Mutterschutzgesetz § 1 ist geregelt, dass sie Mutterschaftsgeld erhält, nämlich 13 Euro pro Tag, und zwar von der Krankenkasse, als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Und als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld erhält sie von ihrem Arbeitgeber die verbleibende Differenz bis zu ihrem Nettogehalt. Ja, also, das führt dazu, dass am Ende die Mutter genauso viel Geld hat wie vorher. Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse 13 Euro, die Differenz vom Arbeitgeber, ne, wenn sie eine entsprechende Aufgabe hätten, in diesem Fall hier mal nicht gefragt, müssten Sie also gucken, wie viel Nettogehalt hat der jeweilige Arbeitnehmer an dem Tag, ziehen die 13 Euro ab und die, meinetwegen sind das 50 Euro und die restlichen 37 Euro muss der Arbeitgeber als Differenz zum Nettogehalt selber bezahlen. Dies kann er sich über die entsprechende Umlage aber dann von der Krankenkasse zurückholen und zahlt dann am Ende nur den Beitrag für die Umlage.
In 5.4 ging es darum zu erkennen, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Das steht in der Aufgabe ja quasi auch schon drin. Und dass deshalb die Berufsgenossenschaft zuständig ist. Das ist erstmal so der erste Aspekt. Und dann war ja gefragt, wir gehen nochmal einmal zurück, wonach richtet sich die Höhe der Beiträge zur Unfallversicherung? Und da haben wir zwei Aspekte, nach der Gefahrenklasse und der Höhe der gezahlten Löhne, also der Lohnsumme insgesamt. Gefahrenklasse ist ja relativ deutlich, ne? Es ist eben ein Unterschied, ob Sie eine Tischlerei haben und entsprechende Gefahren oder ob Sie in Ihrem Steuerbüro vielleicht über ein Kabel stolpern oder sich am Papier schneiden oder irgendwas in der Art. Bei 5.5 ging es um die Pflegeversicherung und auch hier sehen Sie, der Beitragssatz von 3,05 ist einer für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Deshalb müssen wir den hier durch zwei teilen, haben wir also 1,525%, die wir von 1.650 Euro berechnen, was dazu führt, dass in diesem Fall die 25,16 Euro hier die relevante Lösung ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Fall, hier ist das nicht angegeben, ne? Wenn Sie in die Aufgabe schauen, dann steht da hier bei der Sozialversicherung bei Frau Friedrichs nichts weiter und dann müssten Sie normalerweise aber eben nochmal prüfen, was ist denn da jeweils sonst noch in der Pflegeversicherung zu berücksichtigen. Die Leistungen der Pflegeversicherung sind hier Zahlung von Pflegegeld bei häuslicher Pflege zum Beispiel, bei teilstationär also oder vollstationär. Vollstationär heißt Pflege in einem Alten- oder Pflegeheim, kurzzeitige Pflege vorübergehend, wenn zum Beispiel sonstige, die pflegen, in Urlaub sind und dann die entsprechende Person in ein Pflegeheim geben, Übernahme von Pflegesachleistungen, Pflegehilfsmitteln und so weiter. Das ist hier alles zu berücksichtigen. Weiter geht es mit Punkt 6, also Aufgabe 6, Grundlagen des Handelsrechts, Gewerbe, Kaufmann, Firma und Handelsregister. Sie sehen, wir machen wieder einen relativen Sprung von der Sozialversicherung, weil wir im AWL-Bereich ja viele verschiedene Themen haben, mit denen wir uns beschäftigen und dementsprechend sind die natürlich auch hier in der Musterprüfung vorhanden. Es geht los nach dem Besuch eines Existenzgründungsseminars und eingehender Beratung Entschuldigung, durch die Industrie- und Handelskammer. Gründen die beiden Surfer Lena und Torben ihren Kite- und Surfshop in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft. Lena Hoffmann wird komplementär und die gesetzliche Regelung zur Geschäftsführung und Vertretung der KG werden durch die Gesellschaft dahingehend erweitert, dass Torben Willicke als Kommanditist Prokura erhält. Und jetzt wollen die beiden ihren Shop unter der Firma Kite und Surf KG Steinhuder Meer beim Handelsregister zur Eintragung anmelden. Und schon haben wir die Aufgaben. In welcher Form muss der Antrag zur Eintragung der KG in das Handelsregister erfolgen? Auch hier wollen Sie eine gesetzliche Grundlage, die Rechtswirkung der Eintragung in das Handelsregister. Bitte geben Sie an, welche der im HGB genannten Kaufmannseigenschaften auf die von Hoffmann und Willicke gegründete KG zutrifft. Geben Sie auch hier die Rechtsgrundlage an. Dann zwei Rechte und Pflichten, und zwar für Kaufleute, nicht Privatleute. Und welche laufenden einkommensteuerlichen Einkünfte erzielen die beiden Gesellschafter? Auch hier geben Sie die Rechtsgrundlage an. Wir schauen auf die einzelnen Aufgaben und Lösungen drauf und sehen auch nochmal, wie finden wir das dementsprechend im Gesetz. Aufgabe 6, öffentlich beglaubigte Form, ist hier relevant. Öffentlich beglaubigte Form in § 12 des HGB. Und da schauen wir mal, was denn da so drin steht. Und
hier haben wir den Paragraphen. Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister. Anmeldungen sind elektronisch in öffentlich beglaubigter Form einzureichen. Ne? Die öffentliche Beglaubigung mittels Videokommunikation und so weiter ist zulässig. Heißt also, das hier ist die Lösung, elektronisch in öffentlich beglaubigter Form. Das haben wir ja hier auch als Lösung, haben Sie direkt im Paragraphen, relativ simpel. Ne? Immer daran denken, in Ihrem papierenden Gesetzestexten, die Sie ja mit zur Prüfung nehmen dürfen, einen entsprechenden Kleber ohne weitere Beschriftung, dann wissen Sie gleich Bescheid, können direkt dahin und das Ganze wird einfacher. Bei 6.2 klären wir deklaratorische Wirkung. Deklaratorische Wirkung heißt rechtserklärende Wirkung. Das bedeutet, dass die KG bereits mit Aufnahme ihrer Geschäfte als OHG dass die KG bereits mit Aufnahme ihrer Geschäfte als OHG entsteht. Das heißt, die OHG ist ja eine Handelsgesellschaft und von sich aus dann schon Kaufmann nach HGB und deshalb ist die Eintragung nur rechtserläuternd, rechtserklärend. Das Recht war vorher schon da, deklaratorisch. Aber die Eintragung der Haftungsbeschränkung des Kommanditisten, die ist konstitutiv. Konstitutiv heißt rechtsentstehend. Das Recht entsteht mit der Eintragung. Und das ist ja auch logisch. Die Haftung der Komplementäre, die ist ja unbeschränkt, unmittelbar und solidarisch. Die kann nicht eingetragen werden, weil die sich ja ständig verändert. Die Haftungssumme der Kommanditisten, die kann angetragen werden und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Haftungsbeschränkung. Bei 6.3 geht es um die Kaufmannseigenschaften. In diesem Fall ist das der Ist-Kaufmann nach § 1 HGB. Auch da schauen wir mal ins Gesetz. Da müssen wir so ein bisschen zurückwuseln zu § 1. Ne? Ja, sind ein paar Paragraphen, das sehen Sie, aber na, gleich haben wir es. 1. Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuches ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Und das wird ja hier betrieben, das haben wir schon gesehen. Also ist man Kaufmann nach HGB, sprich ist Kaufmann. Handelsgewerbe müsste man dann wieder erläutern. Sie sehen das, ist jedes Gewerbe, es sei denn, dass das Unternehmen einen nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. Diese Nichterforderung haben wir hier nicht, war jetzt auch nicht gefragt, aber Sie sehen das hier, ne, in § 1 haben Sie dann die Erläuterung, also erstmal, wer es ist, Kaufmann, wenn ich ein Handelsgewerbe betreibe, was ist ein Handelsgewerbe, ein Gewerbebetrieb. Und der Gewerbebetrieb muss in kaufmännischer Weise eingerichtet sein. Bleibt natürlich die Frage, was heißt denn in kaufmännischer Weise eingerichtet? Da muss man dann eben gucken, dass die Sachen so sind mit Beteiligung am Verkehr, also am jeweiligen handelsrechtlichen Leben, mit Umsatz, mit Anzahl der Mitarbeiter und so weiter, dass ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb nötig ist. Am Ende entscheidet das das Registergericht in der Zusammenschau aller Aspekte und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, ab der Summe automatisch oder der Anzahl der Mitarbeiter habe ich einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb. Bei 6.4 war ja die Frage nach zwei Rechten und Pflichten, die ich als Kaufmann habe. Also neben dem Ist-Kaufmann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Kann-Kaufmann zu sein. Und dabei muss ich mir eben immer überlegen, will ich mich ins Handelsregister eintragen lassen oder nicht? Und da muss ich überlegen, was für Vorteile habe ich da? Und die Vorteile wären hier die Rechte. Ne? Also ein Ist-Kaufmann hat das Recht, Beantwortung der Frage 6.4, mündlich Bürgschaften abzugeben. Prokura zu erteilen. Pflichten sind aber zum Beispiel volle Buchführungspflicht und unverzügliche Prüf- und Rügepflicht bei Lieferung. Ja? Das heißt also, überwiegen meine Pflichten oder meine Rechte, wenn ich das in Bezug auf den Kann-Kaufmann dann
umändern würde. Hier war ja nur gefragt, welche Rechte und Pflichten habe ich, aber dann haben Sie nochmal den Background dazu. Bei 6.5, relativ klar, ich erziele Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Einkommensteuergesetz, da ist keine Problematik vorhanden. Wir bleiben beim Handelsrecht, bei den Grundlagen und haben neben dem Gewerbe, Kaufmann und Firma und Handelsregister, was wir eben behandelt haben, die Handelsvollmachten, die wir uns ein bisschen genauer anschauen und die Auslastung des Copyshops Print und Publish am Engelbosteler Damm entwickelt sich im Laufe der Jahre so gut, dass Ingo und Sebastian ein weiteres Ladenlokal anmieten und eine Filiale in der Südstadt eröffnen. Zu diesem Zweck stellen sie einen festangestellten Mitarbeiter ein, der die Zweigstelle zusammen mit diversen studentischen Aushilfskräften betreiben soll. Da Ingo und Sebastian sich nicht um alles selber kümmern können, soll der festangestellte Mitarbeiter weitgehend selbstständig entscheiden können und die Zweigstelle eigenverantwortlich leiten. Es stellt sich die Frage, ob dem Mitarbeiter allgemeine Handlungsvollmacht oder aber Prokura erteilt werden soll. So erstmal die Ausgangssituation, jetzt die Fragen. Erläutern Sie den Unterschied zwischen allgemeiner Handlungsvollmacht und Prokura? In welcher Art und Weise sind sie zu erteilen? Wird die Erteilung im Handelsregister eingetragen, also allgemeine Handlungsvollmacht oder Prokura? Rechtliche Wirkung der Eintragung, falls es eingetragen wird? Dann entscheiden Sie, ob mit allgemeiner Handlungsvollmacht oder Prokura das Ganze rechtswirksam ist. Und zwei Rechtsgeschäfte, die dem bevollmächtigten Mitarbeiter mit Prokura erlaubt sind, mit allgemeiner Handlungsvollmacht aber nicht. Das sind hier erstmal die ganz grundsätzlichen Aspekte. So, wenn wir mal generell schauen, dann haben wir bei 7.1 die Lösung allgemeine Handlungsvollmacht berechtigt den Bevollmächtigten zu allen gewöhnlichen Rechtsgeschäften im Handelsbereich des Unternehmens. Prokura berechtigt den Bevollmächtigten zu den gewöhnlichen und außergewöhnlichen Rechtsgeschäften im Handelsbereich des Unternehmens und auch in allen anderen Unternehmens. Auch da schauen wir nochmal, wie sieht es denn so mit dem Gesetz aus? Die Übersicht über die Gesetze. Jetzt schauen wir nochmal, dass wir hier eine Übersicht bekommen und sehen hier in § 49, 48 fangen wir mal an mit der Prokura. Erstmal, die Prokura kann nur von dem Inhaber des Handelsgewerbes oder seinem gesetzlichen Vertreter mittels ausdrücklicher Erklärung erteilt werden. Das brauchen wir gleich nochmal. Und jetzt schauen wir mal, in § 49 des Gesetzes steht das drin, was ich gerade als Lösung erläutert habe. Ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außerrechtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. 49, also hier die Erläuterung, was darf der Prokurist? Und wir gehen ein bisschen weiter. In 54 haben wir die allgemeine Handlungsvollmacht. Ist jemand ohne Erteilung der Prokura zum Betrieb eines Handelsgewerbes oder zur Vornahme einer bestimmten zu einem Handelsgewerbe gehörenden Art von Geschäften ermächtigt? So erstreckt sich die Vollmacht, Handlungsvollmacht, auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes gewöhnlich mit sich bringt. Ja? Da haben Sie die genauen Unterschiede, also in 49 HGB Prokura, in 54 die Handlungsvollmacht. Dann haben wir einen Aspekt hier gerade schon erläutert. Die allgemeine Handlungsvollmacht kann auch stillschweigend durch Duldung erfolgen. Die Prokura muss ausdrücklich erteilt werden.
Auch hier nochmal der Gesetzestext davor. Ne? Hier haben wir die Handlungsvollmacht. Und bei unserer Prokura haben wir in Paragraph 48 gerade ja eben schon festgestellt, kann nur vom Inhaber ausdrücklich erfolgt sein. Und bei der Handlungsvollmacht geht es auch, wenn die quasi anfangen zu arbeiten und keiner sagt was, also durch Duldung. Allgemeine Handlungsvollmacht, Lösung zu 7.3, kann nicht im Handelsregister eingetragen werden. Ne? Handlungsvollmacht wird nicht eingetragen. Prokura muss eingetragen werden, aber da sie rechtserklärend ist, hat sie nur deklaratorische Wirkung. So, wir gehen nochmal zurück auf die Frage. Entscheiden Sie, welche der nachfolgenden Rechtsgeschäfte mit allgemeiner Handlungsvollmacht oder mit Prokura rechtswirksam sind. So, Einstellung von Aushilfskräften, Aufnahme eines Kredites, Absicherung des Kredites, Verkaufsvollmacht erteilen, Bilanz unterschreiben, Begleichung einer Lieferantenrechnung durch Aufnahme einer Hypothek durch Überweisung. So, das sind ja eine ganze Menge Sachen und wenn wir jetzt auf die Lösung nochmal draufschauen, dann sehen wir also mit der allgemeinen Handlungsvollmacht kann ich A, D und F machen. Mit der Prokura kann ich A, B, D und F machen. A, B, D und F. Wir schauen mal. A, B, D und F. Aber ich darf eh nicht machen. Warum darf ich eh nicht machen? Das darf nur der Unternehmer, also ein Prokurist, darf keine Bilanz unterschreiben. Sie sehen hier, bei den Handlungsvollmachten ist das viel weniger als bei der Prokura. A, B, D und F bei der Prokura. Aber nur A, D und F bei der Handlungsvollmacht. Also B darf von dem Prokuristen noch gemacht werden. Wir schauen, was ist B? Aufnahme eines Kredites. Den darf ein Prokurist einfach generell machen. Ein Handlungsbevollmächtigter darf das nicht. Es gibt aber Ausnahmen. Da schauen wir ins Gesetz. Und sind wieder bei unserem Paragraphen 54. Und dann sehen Sie in 54.2 steht da, zur Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, zur Eingehung von Wechseln, zur Aufnahme von Darlehen und zur Prozessführung benötigt er eine besondere Erlaubnis, ne? Nur wenn eine besondere Erlaubnis da ist, dann darf er das dementsprechend machen. Und deshalb in dieser Aufgabe logischerweise hier in der Lösung, dass man B nicht darf als allgemein Handlungsbevollmächtigter einen Kredit aufnehmen. Denn in der Aufgabe steht ja nicht drin, wir schauen da nochmal rein, ob dem Mitarbeiter allgemeine Handlungsvollmacht oder Prokura erteilt werden soll. Und wenn Sie hier gucken, steht da, welche der Rechtswirkung mit allgemeiner Handlungsvollmacht. Da steht nicht mit allgemeiner Handlungsvollmacht und Sondervollmacht. Wenn da steht, er hat eine Sondervollmacht gemäß 54 Absatz 2 HGB, dann wäre auch die Aufnahme eines Kredites möglich. Das ist aber hier nicht der Fall. Das steht nicht in der Aufgabe, also geht es auch nicht. Und dann haben wir bei 7.5 noch unseren Punkt, was darf der denn alles nicht? Der Prokurist und damit logischerweise auch nicht der Handlungsbevollmächtigte. Also hier nochmal in die Aufgabe. Nennen Sie zwei Rechtsgeschäfte, die dem bevollmächtigten Mitarbeiter mit Prokura erlaubt, zu denen der Mitarbeiter mit allgemeiner Handlungsvollmacht nicht ermächtigt ist. Also der Unterschied hier nochmal zwischen Prokura und Handlungsvollmacht und das eine hatten wir, Darlehen aufnehmen, ne, das hatten wir hier gerade. Und dazu kommen noch Prozesse führen und zum Beispiel Grundstücke kaufen. Ein Prokurist darf Grundstücke kaufen, das darf ein Handlungsbevollmächtigter nicht. Darlehen aufnehmen genauso und die Prozesse führen. Nach diesen Kaufmannseigenschaften, nach Handlungsvollmachten sind wir in der Aufgabe 8
bei Rechtsformen von Unternehmungen, in diesem Fall mal bei einer GmbH. Wir haben ja eine Menge Rechtsformen von der Partnerschaftsgesellschaft über AG, KG, GmbH, OHG, stille Gesellschaft und so weiter. Prüfungstechnisch kann man nie so genau sagen, welche Unternehmensform denn genommen wird. Manchmal ist es eine lange Aufgabe zu einer Unternehmensform, manchmal sind es aber auch mehrere. Von daher sollte man in allen Bereichen fit sein. Wir schauen uns jetzt hier mal die Rechtsform von Unternehmen in Bezug auf eine GmbH an. Nach dem Besuch eines Existenzgründungsseminars und eingehender Beratung durch ihre Steuerberaterin entscheiden sich die beiden Sport- und Fitnesskaufleute Lara und Tim, ihren Laufshop in der Rechtsform einer GmbH zu gründen. Lara Baumann wird alleinige Geschäftsführerin der Laufpartner GmbH. So, erstens nennen Sie zwei Argumente, die Sie für die Gründung einer GmbH anführen lassen. Die beiden Kaufleute kalkulieren mit einem anfänglichen Kapital von 60.000 Euro und haben folgende Regelung. Jeder beteiligt sich am Stammkapital mit 15.000. Zusätzlich gibt jeder der GmbH ein unbefristetes tilgungsfreies Darlehen von 15.000. Das Darlehen wird mit 5% verzinst. Welche Form ist für den Gesellschaftsvertrag vorgesehen? Und Sie sollen, wie so häufig, eine gesetzliche Grundlage angeben. 8.3. Prüfen Sie unter Angabe der gesetzlichen Vorschrift, also hier wieder Paragraph angeben, ob das vorgesehene Stammkapital ausreichend Warum haben sich die beiden Fitnesskaufleute für diese Form der Kapitalaufbringung entschieden und gegen eine Anlage von Geschäftsanteilen von jeweils 30.000 Euro? Auch hier müssen Sie mal prüfen, was ist da die Idee. Und als letztes, Tim Reinders kann zunächst nur 10.000 für die Einlage von Geschäftsanteilen aufbringen. Er möchte die fehlenden 20.000 innerhalb der nächsten 2 Jahre leisten. Lara ist damit einverstanden. Entscheiden und begründen Sie unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften, ob trotz Teilzahlung von Herrn Reinders die Eintragung der GmbH ins Handelsregister erfolgen kann. Also hier sehr umfangreiche Fragen in diesem Bereich. Und wir schauen einmal, wie das denn mit den Lösungen so aussehen kann. Wir stellen also fest, nochmal bei 1, 2 Argumente für die Gründung einer GmbH. Ich habe hier so ein paar aufgeführt. Haftung der Gesellschafter ist auf die Stammeinlage begrenzt. Geschäftsführergehalt ist als Betriebsausgabe absetzbar. Der Gesellschafterwechsel ist einfacher. Na, da gibt es diverse Möglichkeiten. Die zweite Frage: Für welche Form ist für den Gesellschaftsvertrag gesetzlich vorgesehen, ist erstmal relativ einfach zu beantworten, notarielle Beurkundung. Paragraph 2 Absatz 1 GmbH-Gesetz. Schauen wir mal, hier haben wir Paragraph 7 des GmbH-Gesetzes. Gehen mal zurück zu 2. Und da sehen Sie, der Gesellschaftsvertrag bedarf notarieller Form, erst von sämtlichen Gesellschaften zu unterzeichnen. Relativ klar, 2 Absatz 1 GmbH-Gesetz, auch wieder was zum Markieren, völlig klar. 8.3 ist ein bisschen komplizierter. Hier geht es ja darum, dass das Gesellschaftskapital, das Mindestkapital, geprüft werden muss, ob das erreicht ist. Die Lösung ist jetzt hier erstmal zulässig, weil Mindestkapital von 25.000 Euro erreicht ist, Paragraph 5 GmbH-Gesetz. Da schauen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer rein, damit das in Bezug auf die Aufgabe für Sie noch mal etwas deutlicher wird, denn hier sind verschiedentliche Dinge zu berücksichtigen. Das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens 25.000 Euro betragen. Das ist erstmal das Erste, was einem klar sein muss. Das wissen Sie alles, nichts Neues, aber klar. Der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils muss auf volle Euro lauten, tut er hier auch. Ne? Wenn wir nochmal in die Aufgabe schauen, dann war ja da die Frage,
prüfen Sie unter Angabe der gesetzlichen Vorschrift, ob das vorgesehene Stammkapital ausreicht. Und jetzt sehen Sie ja, in 8.2 steht, Sie kalkulieren mit einem Stammkapital von 60.000 Euro. Jeder beteiligt sich mit 15.000 Euro. Haben wir auf jeden Fall schon mal 30.000 Euro. Von den 60, 30 ist mehr als 25, also 5 Absatz 1 GmbH-Gesetz ist damit erledigt und klar. Jetzt geht es um die Haftung, also hier nochmal bei 8.4. Warum haben sich die beiden Fitnesskaufleute für diese Form der Kapitalaufbringung und gegen eine Anlage von Geschäftsanteilen von jeweils 30 entschieden? Ne? Also sie wollen ja 60 haben. Haben 30 eingezahlt und 30 wollen sie mit einem unbefristeten Darlehen in die Unternehmung einbringen. Und die Frage ist hier, warum machen sie das? Und die Lösung ist natürlich relativ klar. Die Haftung der GmbH wird auf 30.000 Euro begrenzt. Ja? Sie haben nur 30.000 Euro eingezahlt, also ist die Haftung auch nur auf 30.000 Euro beschränkt. Und die anderen 30.000 Euro, die Sie dem Unternehmen geben, führen dazu, dass das ja ein Darlehensanspruch ist. Ne? Und bei dem Darlehen haben Sie einen Rückzahlungsanspruch, während das Haftungskapital ja unbegrenzt zur Verfügung steht und dementsprechend für die beiden Gesellschafter das eine andere Vorgehensweise ist. 8.5. Jetzt haben wir ja eigentlich diese 15.000 Euro hier, die jeder einbringt in der Aufgabe und mit der Lösung der Folgeaufgaben auch alles soweit klar. Jetzt haben wir aber eine geänderte Situation. Jetzt kann Tim Reinders nur 10.000 von den 15.000, die er eigentlich einbringen will, für die Einlage der Geschäftsanteile einbringen. Und die fehlenden 20, also ne, wir gehen nicht mehr davon aus, dass Sie jetzt hier nur so ein Darlehen machen, sondern eigentlich wollen Sie ja insgesamt 60.000 einbringen. Die fehlenden 20 will er innerhalb der nächsten 2 Jahre leisten. Und jetzt müssen wir mal schauen, reicht das dann noch, damit ich ins Handelsregister eingetragen werden kann? Und Sie sehen ja in der Lösung, steht § 7 Absatz 2 des GmbH-Gesetzes, die Handelsregistereintragung erfolgt, weil mindestens 25 je Geschäftsanteil eingezahlt sind, 25%, und der Gesamtbetrag der geleisteten Geschäftsanteile 50% des Mindeststammkapitals nach § 5 Absatz 1 beträgt. So, 50%, und hier ist wesentlich das Mindeststammkapital. Das Mindeststammkapital sind 25.000 Euro. 50% von 25.000 Euro sind 12.500 Euro. Das heißt, es müssen mindestens 12.500 Euro eingezahlt sein. Und jeder muss 25% seines Geschäftsanteils eingezahlt haben. Und das ist hier gegeben. Na, die 10.000 Euro sind mehr als 25% seines Geschäftsanteils. Das heißt, das Kriterium 25% ist erfüllt und 50% in diesem Fall vom Mindeststammkapital, also von 25.000 Euro, auch wenn Sie 30.000 einzahlen, also nicht 50% von 30.000, sondern 50% von 25.000 Euro, das ist hier gegeben. Auch da schauen wir nochmal in das Gesetz rein, in 7 Absatz 2. Und da sehen Sie, die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn auf jeden Geschäftsanteil, soweit nicht Sacheinlagen vereinbart worden sind, das lassen wir hier mal weg, 1/4 des Nennbetrags, Viertel sind die 25%. Insgesamt muss auf das Stammkapital mindestens so viel eingezahlt sein, dass der Gesamtbetrag der eingezahlten mindestens 50% beträgt. Ja? So. Das heißt also die Hälfte, also 50%. Und
Wie gerade erläutert, ist das hier erledigt. Also 7 Absatz 2 GmbH-Gesetz macht das nochmal ganz deutlich. Schreibt hier aber keine Prozente, sondern schreibt ein Viertel und die Hälfte. Und wie gerade erläutert, müssen wir genau auf die Begriffe schauen, nämlich dass das hier das Mindeststammkapital ist. Dann verlassen wir den Bereich der Unternehmensform. Wir sind ja hier bei einer Musterklausur, sodass eben zwar alle Bereiche in irgendeiner Form berücksichtigt sind, aber natürlich nicht in einem Bereich immer alles, weil Sie ja die 100 Punkte wie in der Prüfung auch erreichen sollen und das auch in 90 Minuten schaffen sollen. Wir sind bei 9 Finanzierung, Kredite und Kreditsicherung. Kerstin Böker und Tanja Schäffler treiben die Gründung ihres Bistro-Cafés engagiert voran. Bei der weiteren Finanzierung ihres Geschäftsvorhabens sind die beiden auf langfristige Kredite angewiesen. Die Banken verlangen entsprechende Sicherheiten. Durch die Aufnahme einer Hypothek auf das Grundstück ihrer Eltern kann Kerstin ein langfristiges Darlehen in Höhe von 50.000 Euro abnehmen. Erläutern Sie bitte, in welcher Weise die Sicherung des Kredites bei der Hypothek erfolgt. Und dann wird das Ganze im Grundbuch eingetragen. Und welche Bedeutung hat die Rangfolge der Eintragung von Hypotheken in das Grundbuch? Bei der Absicherung von Krediten durch Grundpfandrechte unterscheidet man zwischen Hypothek und Grundschuld. Wir waren jetzt bei 9.1, immer bei der Hypothek und jetzt haben wir eine Grundschuld und jetzt sollen Sie noch mal sagen, wo ist denn der Unterschied zwischen einer Hypothek und einer Grundschuld und welches wird die Bank bevorzugen? Erstmal hier die ersten Sachen, die Sie hier zu haben. Und dann schauen wir auf 9.1 und 9.2 wieder drauf. Also nochmal. Durch Aufnahme einer Hypothek auf das Grundstück kann sie ein langfristiges Darlehen aufnehmen. In welcher Weise die Sicherung des Kredits bei der Hypothek erfolgt? 9.1.1 haben wir, wenn es sich um einen notleidenden Kredit handelt, dann kann man Zwangsversteigerung des Grundstücks und Tilgung des Darlehens aus dem Versteigerungserlös machen. Also, wie erfolgt die Sicherung durch die Hypothek? Dahingehend, dass die Zwangsversteigerung möglich ist, wenn der Kredit notleidend wird. Notleidend bedeutet eben, er wird nicht mehr bedient. Und dann tilgt man das Darlehen aus dem Versteigerungserlös. Sollte da noch irgendwas überbleiben, dann muss natürlich der, dem das Haus gehört hat, den Rest in irgendeiner anderen Form noch zurückzahlen. Und in 9.2 ging es um die Rangfolge. Die Rangfolge bestimmt die Reihenfolge, in der die Hypothekengläubiger aus dem Versteigerungserlös des Grundstücks befriedigt werden. Also wir stellen uns vor, der hat jetzt jeweils Kredite, die von verschiedenen Banken da sind und das bedeutet, dass eine Bank A, eine Bank B und eine Bank C da ist und die sind unterschiedlich eingetragen bei ihren in das Grundbuch und dann geht das so, der als erstes eingetragen ist, der bekommt aus der Zwangsversteigerung auch als erster jeweils seinen Erlös und der als zweiter eingetragen ist, als zweiter und so weiter. Deshalb ist die rangfolgende Folge von entscheidender Bedeutung, denn wenn nicht genug Geld da ist, dann guckt erstmal der Letzte, der in der Rangfolge ist, natürlich in die Röhre und muss sich dementsprechend nochmal mit seinem Schuldner auseinandersetzen oder wenn der nichts hat, dann gibt es am Ende gar nichts. In 9.2 geht es nochmal um die Erläuterung oder die Unterscheidung zwischen Hypothek und Grundschuld. Und hier haben wir erstmal diesen Aspekt, die Grundschuld ist nicht an eine Gegenforderung gebunden, ist also eine sogenannte nicht-akzessorische Sicherheit, während die Hypothek akzessorisch ist. Also ich hafte hier dinglich mit der Sache, dem Grundstück und persönlich. Und bei der Grundschuld habe ich nur die dingliche Haftung. Und die ginge theoretisch auch ohne eine Gegenforderung. Die Realität ist aber eben häufig eine andere. So, schauen wir nochmal kurz auf 9.2 zurück. Welches der beiden Grundpfandrechte wird die Bank bevorzugen? Nochmal zur Erinnerung.
Und natürlich die Grundschuld, warum? Da die Bank bei der Hypothek die Beweislast für die Existenz der Gegenforderung trägt, ne? Also muss man sagen, hier das und das und das habe ich auch und aufgrund dessen der Tatsache will ich das. Das brauche ich bei der Grundschuld alles nicht. Also ist das viel einfacher für die Bank und die wird auf jeden Fall eine Grundschuld haben wollen. Dann geht es weiter mit den Aufgaben und der Situation. Jetzt betreiben Kerstin Büker und Tanja Schäffler die Gründung ihres Bistros weiter und kommen voran. Und bei der weiteren Finanzierung ihres Geschäftsvorhabens sind die beiden ja auf langfristige Kredite angewiesen und die Banken verlangen entsprechende Sicherheiten. So. Um die erforderliche Einlage aufzubringen, nimmt Tanja bei ihrer Bank einen Kredit in Höhe von 50.000 Euro auf, für die ihr Bruder selbstschuldnerisch bürgt. Gibt es hier eine gesetzliche Vorschrift? Wenn ja, welche? Und bei der Absicherung von Krediten durch eine Bürgschaft unterscheidet man prinzipiell zwischen einer selbstschuldnerischen Bürgschaft und einer Ausfallbürgschaft. Wie unterscheiden sie sich? Und was bedeutet das mit der Einrede der Vorausklage? Und welche wird der Bruder bevorzugen? Hier also erst nochmal die jeweilige Aufgabe. Wir schauen auf die Lösung. Ganz simpel, die Bürgschaftserklärung muss schriftlich erfolgen. Hier ist das unter denjenigen, die Privatleute sind. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Bürgschaftserklärung mündlich abgibt. Dann muss das aber ein Kaufmann sein. Das ist in dieser Aufgabe nicht gegeben. Wir unterscheiden die selbstschuldnerische Bürgschaft. Da haftet der Bürge wie der Schuldner. Das heißt, der Bürger hat kein Recht auf die Einrede der Vorausklage. Bei der Ausfallbürgschaft haftet der Bürger nur, wenn die Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner erfolglos war und er hat das Recht der Einrede der Vorausklage. So, was heißt Einrede der Vorausklage? Also im Grunde das, was Sie hier sehen. Wenn man die Einrede der Vorausklage hat, dann muss die Bank erst in das Vermögen des Bürgen zwangsvollstrecken. Und wenn sie das gemacht hat und da nichts zu holen ist, erst dann, nicht in das Vermögen des Bürgen, in das Vermögen des Schuldners zwangsvollstrecken, steht hier ja auch. Und erst wenn sie da erfolglos war, dann kann sie an den Bürgen herantreten. Bei einer selbstschuldnerischen Bürgschaft ist das Ganze viel einfacher. Ich gehe direkt an den Bürgen, zack, und muss nicht beim Schuldner erst gucken, hat der noch irgendwo Geld. Und nach dieser Vorrede ist auch klar, dass natürlich für den Bruder die Ausfallbürgschaft viel besser ist, weil dann kann die Bank nicht gleich direkt an ihn herantreten, sondern muss erstmal beim Schuldner gucken, ob der nicht vielleicht doch noch Geld hat. Das ist für den Bruder natürlich viel besser. Er hat damit das Recht der Einrede der Vorausklage. Aus Sicht der Bank ist es natürlich genau umgekehrt und da die Bank das häufig bestimmt, ist es relativ unwahrscheinlich, dass sich der Bruder mit seinem Wunsch, eine Ausfallbürgschaft zu nehmen, am Ende durchsetzen kann. Wir sind weiter bei Finanzierung und haben jetzt als letzten Aspekt unserer Besprechung der Musterklausur die Sonderformen der Finanzierung, nämlich Kredit oder Leasing. Die Bäckerei und Konditormeister Schrot und Körn interessieren sich für einen Mercedes-Transporter, den sie als Auslieferungswagen anschaffen möchten. Da sie den Wagen nicht bar bezahlen können, schlägt ihnen der Mercedes-Händler eine entsprechende Kredit- oder Leasingfinanzierung vor. Erläutern Sie bitte die wesentlichen Bedingungen eines Leasingvertrages. Warum sind die bei der Kreditfinanzierung die monatlichen Kreditraten meist höher? Ist Leasing folglich immer die günstigere Alternative? Zeigen Sie zwei wesentliche Vor- und Nachteile auf. Und erläutern Sie bitte den Unterschied zwischen einem Abzahlungsdarlehen, einem Festdarlehen und einem Annuitätendarlehen.
Welche Auswirkungen haben Leasing und Kredit auf die Bilanz? Also hier, da nochmal und Leasing und Kredit auf Bilanz und G&V. Leasing heißt Nutzung eines Fahrzeugs, zum Beispiel für einen begrenzten Zeitraum von mehreren Jahren gegen Entrichtung einer einmaligen Anzahlung und festen monatlichen Leasingraten. Und am Ende muss das Fahrzeug zurückgegeben werden und er wird lediglich Besitzer. Das, glaube ich, ist relativ klar. Bei 10.2 ging es daher darum, ob das Leasing immer die bessere Variante ist, weil der Kredit ja unter Umständen vielleicht teurer ist oder auch nicht. Und die Lösung ist ja logischerweise nein, denn beim Leasing steht dem Kunden das Fahrzeug nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Beim Kredit werde ich aber Eigentümer, kann das ja dann später auch noch die gesamte Lebensdauer nutzen. Es gehört mir auch und hat noch einen Wert. Deswegen kann man auf gar keinen Fall sagen, dass Leasing hier irgendwie immer die bessere Variante ist. Vorteile bei der Frage zu 10.3 sind aber, dass Sie, wenn Sie das öfter machen, häufig eben, wenn wir jetzt bei diesem Autobeispiel bleiben, neue Fahrzeugmodelle haben. Sie können die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen, aber ich habe eben nur eine begrenzte Nutzungsdauer. Ein- und Umbauten am Fahrzeug sind nicht möglich. Manchmal klagt der ein oder andere auch darüber, dass ich, wenn ich neue Fahrzeugmodelle als Vorteil häufig habe, mich aber auch ständig neu umgewöhnen muss. All solche Aspekte. Bei 10.4 ging es ja um Darlehensarten. Wir haben einmal so ein Festdarlehen oder auch endfälliges Darlehen. Tilgung in einer Summe und zwischenzeitlich gleichbleibende Zinszahlung. Heißt also, am Ende in einer Summe und sonst zahle ich immer nur Zinsen, ist eine der teuersten Varianten, die ich haben kann, weil ja nichts getilgt wird und die Zinsen immer auf die gleiche Summe genommen werden. Dann haben wir ein Abzahlungsdarlehen, da habe ich feste Raten und sinkende Zinszahlungen. Warum ist das so? Weil ich immer feste Raten tilge. Und wenn ich getilgt habe, meine Zinsen weniger werden. Und das bedeutet, ich tilge zwar in festen Raten, insgesamt meine Rate sinkt aber. Weil meine Zinsen sinken und dann meine Gesamtrate niedrig wird. Beim Annuitätendarlehen ist das anders. Hier wird es eine regelmäßige Zahlung von festen und gleichbleibenden Beträgen, bei denen der Zinsanteil sinkt und der Tilgungsanteil immer weiter steigt. Das heißt aber auch, dass ich eine immer gleichbleibende Rate habe und innerhalb dieser Rate passiert eben das, was ich hier gerade beschrieben habe. Und damit wird irgendwann der Tilgungsanteil überwiegen und ich zahle dann eben dementsprechend schneller ab. Bei 10.5, wir schauen nochmal auf die Frage, welche Auswirkungen haben das Leasing und der Kreditverkauf auf und der Kreditkauf auf Bilanz und G&V des Unternehmens, stellen wir fest, kein Bilanzausweis, weil es mir ja auch nicht gehört, ne? Ich nutze es ja nur und die Leasingrate kann ich als Aufwand in der G&V erfassen, logischerweise. Beim Kredit bin ich aber ja Eigentümer, das heißt, ich aktiviere es zu den Anschaffungskosten und kann das hier auch als Abschreibungen, als Aufwand in der G&V erfassen, habe aber natürlich keine Leasingrate, sondern eine Kreditaufrate, ne, die Betriebsausgabe ist und die Abschreibung als Aufwand in der G&V. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind am Ende der Besprechung unserer Musterprüfung angelangt. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und haben Erkenntnisse gewonnen für Ihre Prüfung. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für die Prüfung und für die Zukunft und freue mich auf eine Fortsetzung der Reihe im nächsten Jahr.